Schlimm dunkel Tier. Ja, wir sind ein Stück weiter drüben jetzt, ne? Das ist nicht irgendwie logisch, ne? Theoretischerweise sind wir, ja, wenn wir wieder dahin wohnen, wo wir beim letzten Mal waren. Das waren jetzt noch menschliche Stimmen, die man gerade gehört hat. Ja, hier gucken wir jetzt schon Naturfahrt. Okay, und das, was man da hört, sind Eicheln, die von den Bäumen fallen. Ihr Lieben, ich blende mich gerade tierisch selber. Wir sind heute verdammt spät im Moor. Denn die ist auch da, klar. Ich gehe ja nicht alleine in den Wald, bin ja nicht blöd. Ja, und wir wollen jetzt heute mal gucken, ob wir die Sachen finden, die wir zuletzt als Hinweise bekommen haben. Also, wir sind gespannt. Sind wir nicht. Doch, ich schon. Ist cool hier. Wir haben wie viel Uhr? Kurz nach gleich ist es später. Ungefähr halb zwölf. Es ist kurz vor. Also kurz vor Mitternacht. Kurz vor gleich ist es später. Mal gucken. Jetzt ist es später. Mindestens, wenn nicht noch mehr. Auf jeden Fall habe ich das Lichtkonzept bei meiner Kamera geil gelöst. Ich habe einen ganz Stundenlang. Boah, ich werde schon wieder angeflogen hier. Ja, einfach mal das Licht hier unten mit Randschrauben. Ja, hast du gehört? Aber okay. das war Mensch. Aha. Wenn ich sehe, wo ich hinlaufe. Die werfen schon wieder noch ein Eicheln nach uns, ne? Aber hier fliegen ganz viele Eicheln. So, das weiß ich gar nicht, wo das letzte Mal reingekommen ist. Ich glaube, hier müssen hier, wir genau, jetzt genau, hier ist das Hufeisen. Hier lang müssen. Und dieses Licht, ne? Man wird hier sowas von angeflogen. Das ist Wahnsinn. Genau, hier ist die Nummer 3 hier. Hier war ja das mit dieser Riesenralle. Genau. Die das letzte Mal schon. Das Rallchen. Drauf hatten, wo Stefanie mit war. Das ist echt cool hier bei Nacht, ne? Also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt erst hingucken soll. Diese Tiere. Mit dem Licht hier könntest du in der Nacht voll für den Anglerbedarf sammeln. Ne? Ja. Stellst das Licht auf und ein Netz. Oh, die fliegen hier überall hin, das ist echt Hammer. Das ist schon hier los. So, wir sind hier irgendwo reingegangen dann. Nee, ich glaube, wir müssen noch ein Stück. Wir sind an der Bank hier vorbeigelaufen gewesen. Ja? Meine ich schon, ja. Ja. Wir jetzt dann irgendwo berg runter. Warte, bleib stehen. Okay, das ist weggerannt wahrscheinlich. Ja? Ich hol mal meine große Taschenlampe raus. Dann musst du die Kamera halten. Hab ich.
Kirchhecke ran. Mhm. Ist hier, wo wir rübergegangen sind? Hä? Sind wir hier rübergegangen? Irgendwo, wir sind hier rübergegangen. Irgendwann. Ja, hier sieht es nämlich so offen aus. Und irgendwo hast du gesagt, guck mal, da kann hier, man gut. Hier. Da kann man gut rübergehen. Hier ist der Kletterbaum, guck mal. Und vor dem Kletterbaum waren wir schon unten. Glaube ich sogar. Nee, nach dem Kletterbaum. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, den Kletterbaum haben wir später, oder? Ah, ich weiß es nicht. Ich gucke zu wenig unsere Filme. Hallo ihr Lieben erstmal. Wir sind erst unten gewesen, dann haben wir den Kletterbaum gefunden. Bin jetzt aber ohne mir ganz so sicher. Keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ja, sehen tun wir ja nicht viel. Na, also, Leute, tut mir leid, wenn ich irgendeinen Scheiß filme gerade, aber ich muss mich echt konzentrieren, dass ich hier mir nicht das Genick breche. Leute, das sind Geräusche hier. Hey, wir sind echt mutig, ne? Weißt du das? Wir sind echt mutig. Guck mal, wo wir hier rumkriechen. Also hier waren wir beim letzten Mal nicht. Nee, aber ich habe das Gefühl, dass wir hier unten landen müssen. Okay, dann müssen wir da unten drunter durch. Immer mal schön rechts, links, rechts, links. Wir haben das Meer erreicht. Ah, wir sind immer gerade durchgelaufen. Wir sind auf dem richtigen Weg, komm mit, ich weiß, wo wir landen müssen. Wir sind das Feld abgebogen.
Jetzt waren wir wieder an der Wiese, wo wir hergekommen sind, Leute. Ja, aber hier weiter hinten. Ja. Und wir mussten ja irgendwie hier durch und ganz im Fall. Hier links ist das Loch. Ja. Viele Wege führen zum Moor. Geführt. Ja. Vom Gefühl her habe ich gesagt, wir müssen links rüber. Diese Eicheln, ey. Was das ein Krach macht, ne? Wenn die da runterfallen. Finde ich schon krass. Jetzt hört man den Zug. Halt in der Ferne. Mein Licht ist gleich tot. Naja. Okay. Habe ich vergessen, zu laden. Hier sind wir das letzte Mal runtergekommen. Nämlich. Ja. Irgendwie runter und dann sind wir links rein. Jetzt mal bloß gucken, wo das war. Na, da war nichts ganz so dicht, ne? Genau. War eine Stelle, wo man gut durchgekommen ist. Wir sind den gleichen Weg nämlich wieder zurückgeklettert. Über diese scheiß Schwimmwehen. Wo auf dem Zimmer. Ich bin voll mit Schwimmwehen. Das war aber jetzt keine Eiche. Das war ein Tier. Das kann schon sein, dass hier Tiere sind, ne? Ja, wie gesagt, ich will jetzt keine Wildsau vor die Nase laufen, ne? Ich kann mich hier vorsichtig weiter. Das ist zu. Oh, ins Ohr rein. Super, vielen Dank. Viech. Hier sind wir runtergekommen, guck mal. Glaube ich. Wir sind hier irgendwie durch und dann sind wir da rein. Hier nämlich. Lass uns mal hier reingehen. Alter Leute, wenn ich hier wieder heile rauskomme, ne? Ja, ich mir leider so. Ich hab's ganz. Auf jeden Fall sind wir hier richtig. Wir sind hier richtig. Auf dem Weg sind wir hier richtig. Das weiß ich. Könnt ihr uns mal sagen, wo wir hin müssen, bitte? Ach, das ist Licht, ne? Das ist ekelhaft. Das ist aber Spinnenweben. Ja, mir werden die Spinnenweben lieber wie die Fliegen. Die nicht die ganze Zeit hier im Gesicht sitzen und ins Ohr fliegen und. Oh, Alter. Das Licht ist ja cool, dass es so mega hell ist, ne? Aber. Ach, die werden uns schon dahin bringen, wo sie uns haben wollen. Das war ja auch eigentlich gar nicht da unten, wo wir nochmal hin wollten, ja. Sondern an diesem Baum, wo wir gesagt haben, wo der Blitz so eingeschlagen hat, auch, ne? Thank you.
Nee, ey, echt nicht. Alter. Das ist doch nicht normal. Das werden immer mehr. Gibt hier irgendwas? Wieso kann ich nicht filmen? Das kannst du vergessen. Reise nur bei dir rum. Ja, wegen dem scheiß Licht. Mach doch mal dunkler. Ich hatte es vorhin dunkler, das bringt auch nichts. Die kommen da trotzdem hin. Oh. Geh mal hier rein. Was, hier rein? Ja. Oh. Meinst du, wenn ich jetzt hier drinnen bin, ist es besser, ja? Was? Ja, super. Bitte? Ich sehe nur Fliegen. Hier sind wir richtig. Ja, soll ich jetzt darüber kommen oder was? Ja, wenn ihr kann. Ihr hört meine Begeisterung. Ey Leute, Dschungelcamp ist ein Scheißdreck dagegen, ohne Mist. Hier ist ja alles nass. Das ist ein Moor. Wir sind jetzt im Moor. Mach mal deine Lampe aus. Mach mal deine auf Nachtsicht. Deine ist scheiße. Meine geht. Oh Gott, ey, es ist so anstrengend. Es ist noch nicht mal widerlich, aber es ist einfach anstrengend. Ja. Der Boden ist auch weich hier, ne? Man merkt das richtig. Alles richtig weich hier. So, jetzt warten wir hier bis 1 Uhr. Der sieht schön Himmel. Die Sterne heute durchäugeln. Ja. Oh, wir wollen bis 1 Uhr warten. Okay. Wie viel Uhr haben wir? 12, eine Stunde lang jetzt hier, ja? Also Leute, ihr seht, wenn ich hier mal kurz ein bisschen ins Licht gehe, dann seht ihr wenigstens Dandy, wenn ich mich rumdrehe. So viel sehen wir jetzt. Leuchten ein bisschen so. Ich wollte gerade zeigen, wie viel wir normal sehen. Ach so. So viel sehen wir jetzt. Viel, ne? 80 dann? Ist mega. Ja. Okay. Die Kamera ist ohne Licht, Nachtsicht für den Arsch. Ja. Ein bisschen Licht braucht die auch. Und das Licht, was hier sonst so rumschallert, ist zu wenig anscheinend. Ja, na guck mal, es ist heute kein Mond, nichts ist heute. Es ist stockdunkel. Es ist richtig dunkel, ein paar Sterne sind da oben. Ein bewölktes Ohr. Ich glaube nicht, dass man die Sterne hier auf der Kamera sieht.
richtig tief rein. Nee. Da ist dann aber auch höheres Schilf, ne? Hm? Da ist dann höheres Schilf und Gras. Ja, hier wird alles irgendwie anders. Ja. Da liegt noch ein Stück Holz rum da unten. Der Boden ist hier auch viel weicher. Ja, mit jedem Schritt, wo du machst eigentlich. Hm. Schon krass. Haut ab, ey. Hier vielleicht nicht drauf treten, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich sehe noch nicht mal, dass da was ist. Na, also. Das da. Das? Sieht aus wie ein Baumstamm. Ja, aber da sind auch Löcher drin. Und hier ist rumgetreten, guck mal. Hier. Ja. Hier ist ein Weg von dem Tier. Von Wildschweinen vielleicht, ja. Siehst du, wie platt gemacht das hier ist? Hm? Ich guck mal, wie weit das hier noch reingeht. Was kriegt denn hier rum? Sagst du? Hm? Weniger fliegen. Ja, ich hatte auch das Licht die ganze Zeit aus. Ich hab meinen Zaun. Ich weiß nicht, dass du irgendwo einen Luft findest. Ja, hier kommen die alle raus. Immer wenn du läufst, kommen die aus dem Boden. Ja, weil das hier nass und modrig ist. Ja. Okay, ich wollte sagen, wir gehen wieder zurück zum Weg. Was mach. Wo sind wir hergekommen? Hier. Ja, wir haben uns verlaufen. Nee. Also hier drin sind die Fliegen eklig, weil die alle jetzt hier an den Feuchten rumhängen, wa? Ja. Nee, hier sind wir weiter getrampelt. Okay. Ja, ja. Oh. Aua! Oh, fuck! Sorry für die Kraftausdrücke. Oh. Wir sind ja erst auf deine Brennnesseln gelaufen. Sag mal, wo läufst denn du lang? Ja, keine Ahnung. Ja, ich hab gesagt, da landen mussten wir. Ja, hier? Nee, da sind wir nicht hergekommen. Hier siehst du doch unsere Spur noch. Nein, das ist nicht unsere Spur. Dann geh du voraus. Wir sind gerade im Kreis. Wir hätten da lang gemusst. Wir brauchen ja eine Richtung. Hier, wir sind doch nie durch so eine Brennnesselfarm gelaufen. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Der Weiber hört. Aua, jetzt habe ich meine ganzen Beine zerstochen, die scheiß Brennnesseln. Aber wie gesagt, wir müssen da lang. Nicht nur du. Es war so finster und auch so bitterkalt. So, jetzt haben wir uns weit verloren. Ganz toll. Ja, aber den Baumstamm war ja noch passend. Da sind wir ja vorbeigekommen. Ja. Ja. Wir sind doch von hier irgendwo reingekommen. Ne? Ja. Ah, irgendwo muss doch da der Weg rein sein. Wo sind wir denn jetzt hergekommen? Jetzt weiß ich gar nichts mehr. In die Richtung, wo du... Da müssen wir irgendwo hin. Wir sind ein Stückchen weiter oben, da vorne, unten, keine Ahnung wo rein. Glaube ich zumindest.
richtig schön Profi. Oh mein Gott. Oh fuck. Ich hab keine Ahnung. Sie kamen an ein Häuschen aus Pfefferkuchenfein. Wir sind aber nie lang gekommen. Sicher? Nee. Hast du sowas gesehen auf dem Weg? Ich nicht. Nee. Oh fuck. Meine Beine. Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Du willst jetzt. Lass uns doch mal hier unten drunter durch. Da ist wenigstens kein hohes Gras mehr. Und keine Brennnesseln und so. Nicht, dass wir hier mal tiefer reinlaufen. Darum geht's mir. Wir kamen doch aus der Richtung hier. Hier sind die toten Bäume. Genau. Hier ist diese Schneise mit diesen toten Bäumen. Leuchtet mal in die Richtung. Hier fangen die an. Und da sind wir irgendwo hergekommen. Wir sind doch nicht durch die toten Bäume gelaufen. Irgendwo sind wir rein. In die Richtung dürfen wir auf jeden Fall nicht gehen. Nee, da laufen wir tiefer rein. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Egal wie, wir müssen in die Richtung. So, Silchen, jetzt könnt ihr uns helfen. Mhm. Und hier kommen wir nirgendwo durch. Wo ist denn jetzt dieser komische Baumstumpf? Der war da vorne irgendwo. Da sind wir doch schon längst vorbei. Nee, nicht da lang. Komm, warum nicht da? Hä? Wo willst du hin? Da lang, in die Richtung. Ist mir jetzt egal. Ja, da standen wir doch eben schon mal. Ja, ich suche den Baumstumpf, wo ich gesagt habe, welchen Platz ich da noch brauche. Der ist hier, in die Richtung gewesen. Müssen wir auch in die Richtung wieder zurück? Ja, wir sind doch eben gerade auf dem Rückweg schon dran vorbeigegangen. An dem Baumstamm. Ja. Du gehst jetzt gerade wieder, au, in die falsche Richtung. Aber von mir aus, geh nochmal zurück, damit du deinen Baumstamm siehst. Wo denn jetzt lang? Ja, hier. Da lang muss man. Ja. Wenn du wieder zurück zu der Stelle willst, ja. Hier sind wir irgendwo durchgekommen. Du läufst jetzt gerade wieder woanders hin, meiner Meinung nach. Zug aus der Richtung. Notfallrichtung Zug. Ja, sag ich ja, das wäre diese Richtung. Ja, da dann ist die Richtung Zug. Da habe ich gerade den Zug gehört. Super. Meine, wir haben uns im Wald verlaufen, wenn ihr nichts mehr von uns hört. Im Wald? Im Moor? Es wird immer geiler. Es könnte auch sein, dass wir hierher gekommen sind. Hier ist auch so zusammengetrampelt. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo sind wir quer gelaufen. Da sind doch nicht so viele tote Bäume gelaufen. Nee, eben gerade nicht. Aber plötzlich sind hier alle Bäume tot. Und der da nicht. In die Richtung ist Leben. Die haben Blätter da vorne. In die Richtung müssen wir. Dann kommen wir da aus dem Eck zumindest raus. Wir sind am Pfeifen los. Guck mal, sind wir wieder hier. Wir sind hier im Blair Witch Project. Dann gehen wir hier jetzt durch. Nee, da haben wir selbst vorbei. Genau. Scheiße. Hier stehen diese. Hier stehen voll die Hütten. Das ist. Wir sind hier falsch, Alter.
Ist egal, aber hier sind lebendige Bäume und das ist dann der richtige Weg. Wir kommen auf jeden Fall aus dem Moor raus gerade. Was? Ja, ich habe mein Licht ja auch ein bisschen an. Oh, jetzt piept's in meinen Ohren, wie blöde. Was ist denn jetzt hier los? Oh, nicht anfliegen. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch auch viel besser aus als gerade eben. Ah, das sieht weg aus, ja. Das sieht weg aus. Das sieht gut aus, wollte ich eigentlich sagen. Der Weg sieht gut aus. Ja. So. Also, ist das Geile? Nein. Das ist nicht der Weg, den wir gekommen sind. Ist egal, hier sind keine Brennnesseln mehr. Hier bleibe ich. Warte. Okay, ja, wir bleiben wirklich mal hier. Hallo. Meine Beine sehen sicherlich nicht besser aus wie deine. Jetzt nehme ich erstmal meine Tablette. Die Kamera lasse ich jetzt einfach laufen. Ja, das ist ein bisschen. Du bist aber ruhig. Zug ist da. Mhm. Was willst du mir damit sagen? Dass wir einen neuen Weg gefunden haben. Dass wir eigentlich irgendwie jetzt auf der komplett anderen Richtung sind, oder? Ja. Wir sind durchs Moor gelaufen, einmal komplett jetzt. Wir sind wieder auf dem nächsten Weg. Das ist mein Verdacht. Mhm. Haben wir wirklich gewendet? Ich habe keine Orientierung mehr gehabt. Ich bin der Meinung, wir haben rumgedreht. Weil wir sind an diesem, zumindest aber wir sind wir doch an diesem Baumstamm vorbeigelaufen. Wir sind doch aber nicht an dieser Hütte vorbeigelaufen. Nein. Und jetzt sind wir an der Hütte vorbeigelaufen. Weil wir sind hier vom Weg, sind wir rein. Ja. So. Dann sind wir hier am Baumstamm vorbeigekommen, wo du gesagt hast, tritt da nicht drauf. Ja, weil der Löcher hatte. Ein paar Meter weiter. Dann zurück. Und ich weiß, dass ich an dem auch wieder vorbeigelaufen bin. Und dann sind wir aber nicht so raus, sondern so. Ja. Okay. Wenn ich mich jetzt nicht total toll finde. Ja, ist egal. Aber ist jetzt egal, wir haben jetzt einen Weg wieder. Irgendeinen Weg und Wege finden wir irgendwo hin. Genau, und dann gehen wir jetzt dann halt weiter, oder? Ja. Willst du hier irgendwas machen? Ich würde mal hier kurz das Radio anmachen wollen. Okay. Machen wir das. Ich mache mal meine große Lampe aus. Mhm. Jetzt hört das Brennen auf. Jetzt wird es besser. Das brennt? Mhm. Du meinst ja, Brennnessel brennt. Ja. Mhm. Oh, es ist schön, wenn es nachlässt. Ah, das ist das Handy. Siehst du gar nichts. Richtig, ich sehe gar nichts. Hä? Richtig, ich sehe gar nichts. Ja. Deshalb. Wenn ich die Taschenlampe benutze, dann finde ich auch, das Radio. Das ist meine Kleine, ich habe auch noch eine Kleine. Ja, kaum habe ich die Taschenlampe an, kommen sie wieder angetrippelt hier. Das sieht aus, als wenn der Weg dort aufhört, ne? Der wird kleiner. Wenn das der Weg ist, wo wir mit Steffi gelaufen sind, dann wird er kleiner. Ja, ja, bitte, bitte. Und endet dann an diesem Berg, wo wir hochgegangen sind. Hm. Vielleicht können die Seelchen uns ja sagen, wo wir hin müssen. Ja. S-Box. Beginning. FM. Hi.
Hallo. Sind wir hier richtig? Habe ich jetzt richtig verstanden, dass jemand natürlich gesagt hat? Nochmal. Sollen wir den Weg hier weitergehen in die Richtung? Natürlich. Okay, das machen wir dann. Wir sind extra spät gekommen heute. Weil wir ja um 1 Uhr hier sein sollten. Also wir sollen den Weg einfach noch ein Stück weiter gehen, ja? Gibt es irgendwas, wo wir drauf achten sollen? Na gut, wenn wir auf nichts achten sollen, dann laufen wir dann einfach weiter. Könnt ihr uns ein bisschen helfen? Und vielleicht wenigstens die Wildschweine weghalten? Das wäre echt cool. Ich verstehe euch wieder total schlecht. Sollen wir eigentlich nur nach dem Bräutigam suchen? Das ist jetzt die schnellste Scan. Dienstag. Das war Radio. Hm. Ist langsamer. Noch langsamer. Machen wir schnell. Begleitet ihr uns denn? Total. Wir sind nämlich leicht orientierungslos. Auf. Ich schwöre, ich habe gerade einen Vogel gehört.
Gut, die rückt wieder Taschen, damit ich sehen habe. Verschickt. Was war am Radio? Kann ich jetzt auch nicht mehr hören. Okay, nachher. Sorry für die Unterbrechung. Wäre hier richtig? Wir sind jetzt hier auf der Moorseite. Ich glaube, dass wir hier richtig sind, ne? Oder? Weiter. Das kam zweimal hintereinander. Okay, hatten wir ja auch gesagt. Okay, guck dir mal bitte. Sollen wir in die Richtung weitergehen, wo ich hinleuchte? Oder sollen wir wieder in die oder in die Richtung, wo ich jetzt hinleuchte? Also, da lang, ja oder nein? Oder da lang, ja oder nein? Also da lang. Da. Ja. Ich habe jetzt auch wieder da verstanden. Okay, dann gehen wir da lang weiter. Ja. Okay, danke schön. Wir melden uns gleich wieder. Und ihr bleibt bitte bei uns, ja? Danke. Ich stecke das jetzt einfach mal ein. Darf ich das nachher nicht wieder raussuchen? Guck mal hier, siehst du das? Ja, ja. Ah. Ja, ist Brennnessel, ne? Krass. Oh mein Gott, ey. Naja, ist halt so, wa? Ja, wie gesagt, es tut jetzt nicht mehr weh, das ist okay. Es tut ja nicht mehr weh, hab ich halt mal ein paar Pickel. Nee, das ist ja auch gesund sogar, ne? Gegen Rheuma und weiß der Geier, was die mal alles erzählen, was das gesund sein soll. Wo ist meine Taschenlampe? Hier. Ups. Alles Ding mit Zeug. Für deinen Rucksack brauchst du noch. Ach so, ja. Hätte ich jetzt fast. Ah, der ist noch offen. Ach, kaum habe ich diese Kamera in der Hand, ne? Das macht echt keinen Spaß, ey. Heute fange ich an, davon zu reden, aufzuhören. Ach. Lenkst du ein bisschen ab, ich mach mal mein Licht an. Vor allem, die fliegen mir immer in die Ohren. Ja, ja, in die Ohren und in die Augenbinde sogar. Das sah jetzt genial aus. Spinnenwebe? Ja, ja. Ja, ich bin reingetappt. Das sah jetzt echt genial aus, gerade auf der Kamera. Ich hoffe, dass man das dann irgendwie schön sieht. Mit Steffi. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Ich auch nicht. Der Zug ist nämlich hinter uns. Ja, ist total komisch. Wir entfernen uns. Ich verstehe es aber auch nicht, weil. Nee, ich verstehe es nicht. Ey, die fliegen wirklich. Ich habe aber auch irgendwie ein komisches Gefühl. Ich weiß auch nicht. Wie komisch, was meinst du? Ich weiß, kein gutes Gefühl. Also, ich fühle mich jetzt nicht so wohl wie normal. Okay. Grüner Pfeil. In die andere Richtung, ja.
Hier geht jetzt wieder ein Weg, aber das geht wieder ins Dickicht hier. Nee, da gehen wir nicht rein. Hier ist irgendwie so irgendwas gebaut, guck mal, am Baum. Das sind Holzbretter, so zick und zack. Ja, das ist wieder so ein Jägersitz. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Kamera gerade unscharf ist oder ob meine Pupille schief guckt. Welche bekloppten Menschen rennen Mitternacht durch irgendeinen bepissten Wald. Alter, ich weiß ja nicht, wo wir hier sind. Wir haben uns total verfranst hier. Ich wollte gerade schon sagen, bitte keine Hornissen jetzt. Nee, einfach weiterlaufen bei Hornissen. Ja, der Weg wird auch immer schmaler, ne? Irgendwie weiß ich nicht. Hier denn. Guck mal, die Bäume sind alle abgestorben dort. Hier nicht. Ja, irgendwo werden wir rauskommen. Ich hoffe es. Ja, guck mal, weil man läuft auch manchmal auf solchen Wegen im Kreis, Halbkreis, keine Ahnung. Ja, wenn man. Das wird zum Beispiel mit dem Baum merken. Wenn nicht, laufen wir, bis es hell ist. Müssen wir uns den Baum mal hier merken, wenn wir den jetzt durch den Wir sehen, dann ist es ganz festgelaufen. Oh Mann, wir sind schon echt Knaller. Ah, oh, ich bin wieder. Ich sag doch, Dschungelcamp ist ein Scheißdreck dagegen. Ja, das sag ich. Ey. Das ist heftig hier. Vor allem irgendwie kommt mir hier vor, als wenn der Wald jetzt viel dichter ist. Ja, ja. Du kannst ja kaum noch durch. Das passt überhaupt nicht zu dem, wo wir beim letzten Mal waren. Nee. Wo sind wir bitte? Keine Ahnung, wir laufen mal hier lang. Und wieder kommen wir dann im Wiesenland raus plötzlich. Ja, super. Na gut, wir können hier die Straße lang laufen dann. Eigentlich müssen wir irgendwo rauskommen. Wir müssen irgendwo rauskommen. Ich weiß bloß noch nicht wo. Hier ist hier eine Kreuzung. Oh, sehr gut. Der schmale Weg hat ein Ende, das ist schon mal prima. Ja, genau, der schmale Weg hat ein Ende. Nach da wird er noch schmaler. Und da auch. Oh nee. Also der schmale Weg hat auf jeden Fall ein Ende. Der wird nämlich noch schmaler. In beide Richtungen, egal wo du langläufst. Ja, nun? Warte mal, die Bahn. Ist rechts. Die war da irgendwo. Hinter uns ist die. Ja. Also wo wir den Weg gekommen war, sie hinter uns. Ja. Dann sollten wir hier lang laufen, in die Richtung. Ich weiß nicht warum, aber wir sollten hier lang laufen. Okay. Ich vertraue dir mal. Ich habe Orientierungssinn wie ein Brot. Das macht sie nicht. Und im Dunkeln erst recht. Versuch uns hier rauszulösen. Da hinten ist Licht. Ist Licht auf jeden Fall. Haben Licht gesehen, wie schön. Ich freue mich gerade voll. Das war Zwielicht darin, dass du da. Also irgendwo scheint hier auch noch Zivilisation zu sein. Ja, das, was mich hier ein bisschen beruhigt, ist, dass die Wälder jetzt nicht mega groß sind. Also normal. Ja, jetzt hier so schön in der Tundra oder in Sibirien durch den sibirischen Steppenwald laufen, ja. Hast du verfranst. Prima. Das Problem dort ist, hast du keine Wege. Aber wenn du sowas machst, läufst du eigentlich auch nicht mitten in der Nacht da drin rum, sondern nee, schläfst genau. Nachts irgendwo. Vor allem hast du einen Kompass mit. Und dann gehst du tagsüber, damit du auch siehst, wo du hindappst. Ja. Aber wir wollen es ja hardcore. Oder die Seelchen wollen, dass wir es hardcore bekommen. Ja. Ne? Also kann ja jeder tagsüber durch den Wald laufen. Ja, jetzt kann jeder. Jetzt Gefühle wieder anders.
Das war eben gerade vorhin ganz kurz nur. Ja, war das? Mhm. Inwiefern? Was meinst du jetzt? Ich habe ein ganz komisches, schlechtes Bauchgefühl gehabt. Mhm. Habe ich noch nie gehabt auf PU. So. Okay. Sollen wir da nochmal hingehen? Nee, wir gehen erstmal weiter. Ich habe keine Ahnung, was da hinter uns gerade rumrennt. Irgendwas rennt da. Einfach stehen bleiben, nicht bewegen. Siehst du irgendwas? Nein. Ich habe das Gefühl, dass die sich dann immer versuchen zu entfernen, die Tiere. Wenn die merken, dass jemand kommt. Okay, wir gehen mal ein paar weiter dann ran. Kameraführung heute bei mir auch unter aller Sau hier. Mhm. Jetzt läuft es wieder mit. Ja, läuft mit. Da irgendwas? Nämlich, ich glaube, das ist neugierig hier. Hm. Jedes Mal, wenn wir weitergelaufen sind, ist es mitgekommen. Ich möchte nicht, dass es mitkommt. Zumindest nicht, wenn ich nicht weiß, was es ist. Genau, wenn man weiß, was es ist, dass es nur ein Waschbär ist. Wie niedlich. Ja, ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob ich immer noch sage, es ist niedlich, weil es ein Wildschwein ist, ein ausgewachsenes, was vor mir steht. Frag mich nicht, wo wir hier sind. Ich weiß es nicht. Im Wald? Ja, wir laufen jetzt gerade irgendwelche Kurven hier, aber ja, ist egal. Irgendwie kommen wir raus. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich habe ja auch schon menschliche Stimmen gerade gehört. Ja. Und welche Jugendlichen kriechen auch hier in der Nähe rum. Aber das ist in der Nähe, da ist der Hals ja auch immer schön. Ja. Jetzt ist es weg, wa? Ja, mal kurz stehen. Ja, ich glaube, es ist weg. Jetzt ist es nicht mehr so laut. Es ist immer noch da. Das kann ich mal vorsichtig. Jetzt sind wir gerade ein Stück nach unten gelaufen, jetzt laufen wir gerade wieder nach oben. Das ist ja cool, die Wurzel hier. Ein Bau. Das könnte man als Bau nehmen dann, ja. Also irgendein Tier könnte vielleicht tatsächlich hier ein Dachs oder irgendwas. Oder die Postschnecke oder irgendwas. Stimme war menschlich. Da hat irgendjemand gerufen oder geschrien. Das habe ich jetzt gar nicht gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es menschlich war. Es kam von da. Es war alles still eigentlich, ne? Ja. Hier ist der Wald so dicht, da könntest du dich nicht mal oben bei den Sternen orientieren, weil du nämlich keinen Himmel mehr siehst. Alter. Nee, guck mal, ich blende jetzt senkrecht hoch. Ihr seht nur grün, ja. Oder gar nichts. Aber irgendwo muss der Weg ja rauskommen. Der muss ja wirklich mal lang gelaufen sein, das ist ja Trampelfahrt. Hier ist ein Pfeil wieder. Wo? In welche Richtung? Nee, ja, das ist kein Pfeil, das ist ein Dings. Ein Strich. Also hier lang, nächstes genau. Ja. Das heißt genau, wir sollen hier lang gehen. Miteinander. Ja, das ist Moor.
Ja, die Wege werden immer assiger. Ah, hier war schon mal jemand. Ich habe ein Stück Zivilisation entdeckt. Eine Flasche. Eine Bierflasche oder sowas. Also auch mitten im tiefsten Wald findet man Müll. Ja, das ist schlimm, ne? Aber ja, was ist jetzt? Ah, jetzt gibt es einen. Ja, guck dir mal, das ist doch hier nur noch ein Tunnel aus Gras. Ja. Ja, wie wir mit Steffi hier waren, war das alles noch so wenig. Nein, wir das sind ist, nicht mehr auf dem Weg. Es ist egal wo. Ich finde, heute ist irgendwie alles so zugewachsen, obwohl es eigentlich kaum geregnet hat. Ich dachte, hier ist alles trocken, aber anscheinend ist der. Hier ist mal ein bisschen Licht dunkel. Ist der Moorboden doch sehr feucht, ne? Wie groß die Bäume sind, Alter. Das sind krass, ne? Voll schön. Echt richtig, richtig schön. Frag mich nicht, wo wir sind. Ja, das weiß ich auch nicht. Hä? Das weiß ich auch nicht. Ich will gerade mal die Nachtsicht ausmachen. Mal gucken, wie es ohne ist. Ja, ich lass mal wieder aus. Geht jetzt so. Hier sind nicht mehr so viele Fliegen. Vielleicht kann ich dann auch mal Licht ein bisschen heller drehen. Ich sag dir, wenn man Zug fahren soll, fährt keiner, ne? Nö. Dass man sich da an orientiert. Und eigentlich müssten heute noch mehr fahren. Wir haben Freitag, ne? Ja, Samstags ist meistens weniger und Sonntag. Ja, stimmt. Mitten in der Nacht fahren sie auch weniger. Ja. Das ist typisch. Wenn du es brauchst, dann ist es nicht da. Ja. Läuft. Ich immer links, rechts, links, rechts. Läuft bei uns. Da, grün. Grün ist gut. Hast du wieder so ein grünes. Was auch immer das sein soll. Ja. Das ist ja kein Pfeil, das ist kein. Das ist ein Dings. Aber gut, egal in welche Richtung, es wird schon irgendeine Bedeutung haben. Vielleicht soll uns das Zeichen eigentlich auch sagen, dass wir genau in diese Richtung nicht laufen sollen, aber. Ne, ich glaube, das Zeichen sagt, wir sollen genau hier lang gehen. Ja, ne? Ja. Den Pfeil haben wir ja vorhin schon mal gesehen. Hier ist auch rechts und links nicht, dass du irgendwie durchgucken könntest. Nein, das ist alles, das ist alles komplett zu. Guck mal, hier kann man reingehen. Noch ein schönerer Weg. Ja, genau. Mal gucken, was du ist, damit man die Nummer sieht hier. Aber wir bleiben ja hier auf dem Hauptweg. Ja, besser ist. Da, der Hauptweg. Hm. 50 Zentimeter. Ja, für uns ist das der Hauptweg. Ja. Den anderen haben wir nicht. Im Prinzip ist es wirklich ein Trampelpfad, ne? Bitte? Es ist wirklich nur ein Trampelpfad hier. Ja. Ah, hier sind ein paar Bäume umgefallen. Ja. Ja, Leute, ich entschuldige mich auch nochmal für die Kameraführung, aber stopp, stopp, stopp. Was war das für ein Geräusch? Plötzlich, da knackt es. Sie erschraken sehr. Wie so ein Klimpern. Klimpern? Wie wenn jemand einen Schlüssel so klimpert, ja. Da vorne ist Licht. Warte, ich kann Oma machen. Da vorne ist Licht. Sieht sogar aus wie von einem Haus. Also es kann eigentlich nicht mehr lange dauern, dann müssten wir hier raus. Ist das ein Haus? Nein. Doch, da steht ein Haus. Ich bin doch nicht bescheuert, das war doch eben gerade noch nicht da. Das ist doch ein Haus. Ist das ein Haus? Das ist ein Haus. Steht sogar ein Auto davor. Wo sind wir? Ich weiß, wo wir sind. Weißt du, wo wir sind? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, zu wissen oder zu ahnen, wo ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gerade. Ist das. Hier ist wieder so eine Brücke. Das ist unser Auto. Nein. Das ist eine andere Brücke, das ist nicht die Brücke. Nee, aber das ist der Kanal. Ja, richtig. Eindeutig der
dieser komische Wasserkanal. Ja, und wir sind jetzt irgendwie so im Kreis gelaufen. Weiß nicht, sieht man das eigentlich hier auf die Kameras? Nee, wa? Doch, jetzt, da ist das Wasser. Und wir sind hier wieder auf unserer Brücke. Und hier sind Häuser. Genau, und jetzt gehen wir wieder auf die Seite. Im Prinzip, wenn wir jetzt zur Straße laufen, müssten wir irgendwo rechts oder links. Und dann kommen wir irgendwann wieder zum Auto. Alter, wo sind wir? Oh, die Spinne, guck mal. Ja, lass die mal. Wow. Hier sind wir. Da ist der Fall. Pfeil. Ne, da ist doch nicht der Pfeil. Wo ist denn unser Standort? Gibt es hier so was? Standort? Ich mach mal meine kurz dann bei. Ja, ich mach die auch mal kurz Stopp, ne? Ja. Geht's. So, Leute. Wir sind jetzt eine ganze Weile gelaufen und gelaufen und gelaufen und haben jetzt den Punkt wieder gefunden, wo unser Auto ist. Und da wir jetzt kurz vor der Uhrzeit haben, wo wir eigentlich noch mal im Wald sein sollen, haben die genau getimt. Gehen wir jetzt den Weg einfach gerade noch mal in Richtung Wald. Das hier ist übrigens die Wiese. Oh Gott, man sieht kaum was. Aber das ist die Wiese, wo wir das letzte Mal mit Steffi drüber gelaufen sind. Hier sind wir rüber gelaufen. Und allein an dem, wie hier die Wiese steht, wie hoch, wie ist alles grün, merkt man, dass der Boden hier komplett feucht ist. Also ja, es ist wirklich... Hier, guck mal, ich meine, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Hier seht ihr das, die sind nass, die Schuhe vorne. Ja, ja. Ja, also sind jetzt, das ist Wasser. Hier ist alles nass. Es hat Wochen nicht geregnet. Ja. So, dann gehen wir nochmal rein schnell. Das ist Nummer 1 gleich. Noch eine Minute. Aber wir sind da schon mal. Weil das ist hier alles, gehört hier alles zum Moor. Genau, die Wiese hier ist nur trockengelegt, glaube ich, ne? Hat man irgendwo mal gelesen. Ja. Jetzt sind wir da lang gegangen. Genau. Heute erst sind wir da lang gegangen von einer Stunde. Jetzt gehen wir mal da hoch. Und wir setzen uns hier auf den Baum. Würde ich sagen. Ja. Kann man gut sitzen. Finde ich schön hier. Machen wir mal hier noch Radio vielleicht. Jo. Machen wir. Die Kamera steht aber hier nicht. Das noch. Stütze. Kannst du. So machst du das jetzt. Ich dachte, so ist ganz cool, oder? Ja, meine Kamera macht. Also mein Licht, das macht dieses. Habe ich gerade gesehen. Ah, okay. Deswegen blende ich jetzt mal ab, dann ist es zwar ein bisschen dunkler, aber ja. Von der Bildqualität halt so besser. Kannst du es ja auch noch mal heller aufhellen dann. Nee, muss ich nicht, aber ich habe das LED-Licht, das macht so diese Streifen, diese Hochlaufen. Guck noch mal, was man jetzt da auf der sieht.
ob die so stehen bleiben kann. Warte. Stimmt, man kann den Bildschirm rumdrehen. Ne? Das heißt, ausschalten. Bin ich gerade auf den Knopf gekommen hier? Oh, geht das? Ist es gut? Halt nichts. Wenn du rüber kommst, sieht man dich auch. Okay. Was geht? Viehzeug, haut ab hier. So, 1 Uhr ist. Was hat er gesagt? 1 Uhr und 4 Minuten. So, wir haben versucht, pünktlich nochmal hier zu sein. Ihr habt uns ja keinen genauen Ort genannt, wo wir hinkommen sollen. Moor, Moor sind wir. Wollt ihr uns hier irgendwas sagen? Wir haben jetzt ja voll das Leid auf uns genommen. Wir sind durch Brennnesseln gelaufen. Wir haben mit Fliegen gekämpft. Ja. Eine Drossel haben wir nicht gesehen. Aber vielleicht ist die Drossel gar nicht so wichtig. Rappelt das überall hier? Ja. Oh, was ist denn die Kamera jetzt nicht? Bitte? Auf wie viel stark? Ich glaube, ganz klein gedreht. Ja? Ja. Los. Jetzt ist ganz klein gedreht. Oder wollt ihr uns hier irgendwas zeigen? Oder gebt ihr uns jetzt einfach vielleicht nochmal wieder Hinweise wieder? Übrigens vielen, vielen Dank, dass ihr das letzte Mal so richtig toll mit uns gesprochen habt. Ja. Wie wir unter dem Baum gesessen haben, da haben wir so viel verstanden. Dankeschön. Habt ihr, ihr Lieben, habt ihr mich gemeint, wie ihr Mutant gesagt habt? Aber was habt ihr dann mit Mutant gemeint? Den Baum? Und was mit Boden? Und danke erst nochmal für den Hinweis, wo wir lang gehen sollten. Ja, die Richtung hat gestimmt. Ja, ja, danke schön. Wir hätten uns da nämlich voll verlaufen. Wenn wir in die andere Richtung gegangen wären, wären wir noch tiefer reingegangen. Ne? Mhm. Ja, wir hätten, wenn wir in die andere Richtung gelaufen wären, wären wir irgendwo ein Foto vorgekommen, vermutlich. Also in Griechenland. Überleg mal, ey, da würden wir jetzt schon laufen. Da würden wir jetzt schon laufen, ja. Und da haben sie uns auf jeden Fall geholfen. Also ich weiß nicht, ob sie da jetzt gesagt haben in die Richtung, ja. Aber vom Gefühl her kam es so. Mhm. Ihr Lieben, ich hatte vorhin an einer Stelle
wo wir noch drüben waren, hier in die Richtung, so ein ganz komisches Gefühl. Was war das denn? Das war aber nicht lange. Wollte mir jemand was sagen damit? Kein Ton. Ja, es kommt was, aber ich verstehe es nicht. Da müsst ihr leider wieder auf die Auswertung warten, wenn ihr so undeutlich redet. Das eine Mal nee eben gerade, das war richtig gut. Also wichtig wäre halt, wenn ihr uns sagt, was wir hier machen sollen. Warum habt ihr uns hierher geholt? Mach das mal weg, ich muss das sonst schneiden. Nee, das ist scheiße. Ja. Der macht ja was anderes. Das hat er abpacken. Das kostet halt Money. Komm mal. Gib mal mir. Vielleicht muss ich das mal halten. Hallo? Jemand da? Ja. So, führen. Mal kurz führen. So schnell läuft das. Max, für Max hier. So, sollte reichen. Ja, wer ist denn hier? Hast du einen Namen? Ich bin Dandy. Das ist Gina. Hi. Und wie dürfen wir dich nennen? Ich habe deinen Namen nicht verstanden. Kannst du das nochmal sagen? Bitte? Isabel? Isa? Ich habe gar nichts verstanden. Isa oder Isabel, habe ich das richtig verstanden? Susanne? Isabel, komm wieder. Isabel, hallo Isabel. Ich habe jetzt Susanne verstanden. Oder seid ihr mehrere? Ist auch eine Susanne hier. Ist egal. Seid alle herzlich willkommen hier. Oder wir sind ja bei euch heute da. Ja. Ihr habt uns ihr habt uns hierher gerufen, sozusagen. Ja. Wie geht's? Hast du es gerade gemacht? Ja, aber wir haben dich gefragt, Gina, ja. Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Bisschen müde bin ich. Aber sonst ist es gut. Wie geht's euch?
Ja, muss. Ja. Sind Kinder hier anwesend? Kinderseelchen? Was war denn das gerade hinter uns für ein Geräusch? Isabel, wie geht's dir denn? Ja gut, ihr habt gefragt, wie es uns geht. Ich meine, uns geht's gut, ja. Uns macht das auch Spaß, hierher zu kommen. Also, ich glaube, Danny wird ganz gern mal wieder woanders hin. Mhm. Aber also ich genieße das auch, hier im Wald zu sein. Ich finde das auch schön. Das sagt ja keiner, dass es nicht schön aber, ist hier. Aber ich würde gern wissen, warum. Vorbereiten? Auf was? Auf was werden wir vorbereitet? Könnt ihr uns das sagen? Also nicht, dass ihr uns sagt, dass ihr das uns was sagen könnt. Sagt uns mal, auf was wir vorbereitet werden. Ich habe gerade Vorstadt verstanden. Mhm. Und Köpenick wäre die Vorstadt, ist auch eine Art Vorstadt von Berlin. Weil ja, das ja. Die anderen haben ja verstanden Köpenick. Mhm. Hat das was mit Köpenick zu tun? Baracke, habe ich verstanden. Irgendwie so. Licht aus? Nein, das muss anbleiben. Was? Wollt ihr nicht das gefährden? Was gefährden wir? Ich hab die ausgemacht gerade. Ah, okay. Jetzt gerade, die war gerade kurz nur aus. Okay, dann machen wir mal Licht aus. Habt ihr uns jetzt schon Hinweise gegeben wieder? Ihr wisst ja, dass ihr uns da echt helfen müsst, ne? Das war ein großer Brummer. Licht aus, Licht aus, mach aus. Nur das Licht. Alter, was war das? Irgendwas ganz Großes. War es die Fliege? Hä? Das, was geflogen ist? Ja. Nee, hier hat's gerade voll gebummt. So, im Ernst jetzt? Das habe ich gehört, ja. Hier hinter mir irgendwo. Okay, machen wir das Radio aus. Muss ich erstmal den Knopf finden im Dunkeln. Ja, lass es an. Warte, lass an, lass an, lass an. Was hat denn hier gerade so geknallt? Ein Hund? Ein Hund? Das war doch niemals ein Hund.
Ja, so, jetzt hatten wir das Licht aus. Hat doch schon gelangt? Das war eine Hornisse oder irgendwas. Was ganz Großes. Deswegen sollten wir das Licht ausmachen. Vermute ich. Ist das jetzt wieder gut? Ja, ich glaube schon. Als ich hier im Dunkeln kriegst du echt Halluzinationen. Ganz ehrlich mal. Ja, ne? Ja. Ich hatte schon mal gefragt, hattet ihr uns schon Hinweise gegeben? Unbekannte? Sind wir für euch noch unbekannt? Wo? Kommen irgendwelche Leute hierher? Das war jetzt eben gerade echt interessant. Ich mache jetzt mal kurz Pause, ja? Also, Dankeschön, ihr Lieben. Ich mache jetzt mal hier Stopp. Das war jetzt irgendwie krass. Irgendeiner sagt irgendwas, hey, Unbekannte. Und ich sag ja, wie, wer ist unbekannt? Wir? Und dann sagt jemand anders, sagt, die Typen. Und dann sagt noch mal jemand irgendwas, Die kommen da oder so irgendwas. Okay. Hört man irgendjemand? Psst, sei mal ganz leise. Das ist die Party, wo wir so bei gegangen sind. Das hört man. Meinst du, es ist so laut? Doch. Ja? Hier ist blankes Feld, hier geht die Schallwelle super rüber. Ja. Also hier wird ja nicht abgefangen. Wir sitzen ja am Waldrand sozusagen. Du musst schon weiter reingehen, dass sich das mehr fair. Man kann manchmal nicht unterscheiden, sind es jetzt Eicheln, die da runterrasseln? Genau, oder ist das irgendwie ein Wildschwein oder ein Hirsch oder ein Fuchs oder irgendwas? Sollen wir die Mikrofone gerade überhaupt anmachen? Nö. Nee, ne? Nö, in dem Wald funktioniert die nicht richtig. Also ich würde die auslassen. Macht keinen Sinn, ja. Nee. Schon creepy an, oder? Ja, ist echt krass. Also die, so ganz ohne Licht ist dann schon echt, da weißt du nicht, steht jetzt jeden Moment irgendwas vor mir, ne? Genau. Gehen wir mal hier den Berg noch ein Stück hoch? Ja, können wir machen. Ich mag jetzt hier mal. Ich würde sagen, wir gehen mal hier auf den Berg hoch. Ich habe gerade meinen Rucksack gesucht. Ich habe draufgesetzt. Mhm.
Weil dann sieht man den ja auch nicht. Und die Idee mit dem Lichthaus, das haben die echt gut gesagt. Ey, das war ein Riesentier, ne? Das muss schon. Das war eine Hornisse. Irgendwas, ja. Die hat bei mir auf der Hand gesessen kurz. Oh, okay. Deswegen hat die war schwer. Deswegen. Deswegen haben die gesagt, Lichthaus, ja, das macht da Sinn jetzt, ne? Das macht absolut Sinn, macht Lichthaus kommen. Ja, danke schön, ihr Lieben. Ihr seid echt eine Riesenhilfe hier, weil wir stellen uns echt blöd an. Ganz ehrlich mal. Wir sind halt echt Stadtmenschen und voll aus der Übung gekommen, hier in der Wildnis rumzurennen. Vor allem Wildnis. 200 Meter weiter ist die Ortschaft. Genau. So muss sein. Ja. Wir rennen hier in der Wildnis rum, ungefähr 200 Meter von dem nächsten Haus entfernt. Ja. In der tiefsten Tundra sozusagen. Genau. Ja, hier ist doch auch schön. Ja. Lass uns doch mal hier hinsetzen. Guck mal hier. Ein Tier. Irgendein Fliegetier. Denke ich mal. Ja. Also du hörst das so, ne? Ja. Das hört sich an wie so ein Elektrozaun, der irgendwo an so ein Ding knallt. So ein bisschen. Okay. Woher kommt das Geräusch eigentlich? Ich krieg das nicht richtig geortet. Ja. Das kommt von hier oben. Ja, die hocken da irgendwo auf dem Baum. Komisches Geräusch, oder? Balzruf oder was weiß ich nicht. Ja, ne, hier, guck mal, die machen doch hier Geschlechtsverkehr oder irgendwas. Da locken die Mädels an wahrscheinlich. Machen hier Paarung hier gerade. Ja. Die Käfer. Das könnte man mal auch hier, warte mal, das werde ich mal in meine Naturkamera holen. Diese Geräusche, die ihr gerade gehört habt, das sind diese Käfer hier. Haben die sich auch noch bewegt, also die sind lebendig. Okay. Ja. Also die Käfer machen da gerade ein bisschen Liebe miteinander. Gut. Das dürfen die auch. Stehen ja Wald. Okay, soll ich den Radio nochmal anmachen? Das Radio kannst du anmachen. Ja, ja, genau. Kann man mal anmachen. Wenn ich hier hinsitze, dass man irgendwelche Käfer platt drückt. Sieht ganz gut aus, ja. Die ja gerade irgendwas machen. Alten Ferkels. Ist deine Kamera auf Zoom? Eigentlich nicht. Sieht so gezoomt aus. Hm. Und das Ding da. Jetzt habe ich gerade die Taschenlampe ausgemacht. Ne? Hier ist sie. Ist der? Die war auf Zoom.
Dann bin ich bestimmt irgendwie blöd lang gekommen. Ja, man sieht mich jetzt nämlich da ganz. Ja, jetzt sieht man dich. Ja. Xbox. Gaming. FM. So, hallo, da sind wir wieder. Ein Stück weiter reingelaufen. Was ist der Zug im Hintergrund? Zug, genau. Wir haben uns vorhin auch mal unterhalten und haben gesagt, wir finden es echt interessant, wie unterschiedlich die Wälder hier sind, obwohl es eigentlich fast ein Wald ist. Der Lichterwald ist wieder ganz anders wie der Koordinatenwald. Und hier der Wald ist wieder komplett anders. Der Wald hier ist so wild irgendwie. Sagt uns bitte noch, ob wir hier nochmal herkommen müssen oder was wir als nächstes machen sollen. Wenn ihr möchtet, dass wir nach Köpenick fahren, dann sagt uns bitte, wohin genau. Ja, und dann kam da irgendwas, ich glaube Jung oder irgendwie ja. Sowas. Also da waren jetzt 1 Uhr hier, so wie ihr eigentlich gesagt hattet. Gefunden haben wir nichts. Außer ganz viele Insekten. Ja. Und Brennnesseln. Hatzi. Gesundheit hab ich jetzt da gerade. Ja. Also zumindest gesund. Wir würden auch gerne mal wieder einen richtigen Lost Place besuchen. Das machen wir auf jeden Fall. Könnt ihr uns da mal einen zuspielen, einen aussuchen? Das wäre cool. Es sei denn, ihr sagt, es ist noch irgendwas ganz Wichtiges zu erledigen, aber dann sagt uns bitte was.
Grillameise hier. Ihr sagt uns wieder Bescheid, wenn irgendein Tier kommt, ja? War das erst für ein großes Insekt? War das eine Hornisse? Die hat auf meiner Hand gesessen. Kurz. Habt ihr deswegen gesagt, dass wir das Licht ausschalten sollen? Dann sieht die nämlich nichts mehr, ne? Musik machen wollte. Musik machen wollte. Ah, ja, die hat ganz schön laut gebrummt. Die war bestimmt für den Bass zuständig. In der Kamera. Mal gucken, ja. Ich hab's. Nein, wir hatten Licht. Vielleicht hört man sie. Wir hatten Licht aus. Aber vielleicht hört man sie, weil dieses Summen war schon laut. Ja. Ja, es ist echt spät, wir müssen ja noch ein Stück fahren. Ja. Wir hoffen, das war okay. Wir haben uns halt wirklich echt verlaufen. Aber wir sind ja doch rechtzeitig noch wieder im Wald gewesen. Vielen Dank, ihr Lieben. Wir hören uns das daheim wieder an. Weil wir haben jetzt ja auch schon ein paar Sachen verstanden. Und dann sehen wir uns wieder. Ja. Ja? Vielleicht auch auf anderen Lost Play, also vielleicht auch bei einer anderen Location, also nicht hier im Wald. Genau. Könnt ihr einfach mitkommen. Tschüssi. Tschüssi, schlaft gut. Diese Ruhe. So. Gut. Knallersonic aus. Knallersonic ganz aus. Ups, Skripte. Ich glaube, die lassen wir noch an, oder? Bis wir rausgehen. Bis wir raus sind. Ich würde sagen, bis zum Auto lassen wir die jetzt auch an. Ja. Ja, bloß die mache ich jetzt aus hier. Ja, läuft dann die Sony als letztes mit. Mhm. Ja gut, ich sag mal, suchen brauchst du jetzt hier nichts. Es ist ja stockdunkel, also was willst du da finden, ne? Was willst du da finden? Jo. Es hat jetzt geleuchtet irgendwas da, ne? Okay. Das war ein Schuss.
Jetzt stand die Kamera hier 10 Minuten und schon sind Spinnenweben drauf. Ist ja auch nicht schlecht, ey. Ja, ne? Ja, hier werden wir auch noch mal mit die Hunde her am Tag gehen, am besten mal. Einfach. Wir können die ein bisschen rumwetzen. Ich glaube, musst du auch alleine lassen, wisst ihr hier nie was hier. Ja, ja, klar, ist schon besser. Tiere rumläuft noch. Es war auf jeden Fall wieder echt interessant, aufregend. Ja, ja, ja. Oh, aufregend auf jeden Fall, ey. Also so ein Verlofer im Wald, ey. Ohne Hirn, ey. Man muss ganz schön. Ja. Das war der Lautsprecher, das ist jetzt angegangen. Ja. Okay. Wir haben uns vorhin auch unterhalten, wie wir zum Auto wieder zurückgelaufen sind. Und haben echt gesagt, das ist schon kurios in diesem Wald hier, wie schnell man sich verläuft, obwohl das Waldstück hier überhaupt nicht groß ist. Das ist unser Glück gewesen. Aber das Problem ist, wenn du dann im Kreis läufst, ne? Du weißt dann, wenn du einmal die Orientierung verloren hast, ja, ja. Mit der Eisenbahnschiene, das kann ja dann, also wenn die Eisenbahn, wenn du dann doch mal hörst, das kann ja auch durch den Wald so verschallt sein, dass du es aus einer ganz anderen Richtung wahrnimmst. Richtig. Ja. Und das ist, also wir hatten am Anfang wirklich noch, waren wir uns sicher, wir laufen in die gleiche Richtung wie vorher auch. Aber wir wussten dann echt nicht mehr. Auf einmal waren die toten Bäume auf der anderen Seite und ja. Also. Es war kurios. Echt mysteriös. Und nee, also die Steffi kann es bestätigen, die war ja hier dabei. So schwierig ist es eigentlich jetzt nicht. Nee. Ja? Aber mir kam das echt vor, wir sind da reingelaufen und sind auch wieder gedreht. Als hätten wir da irgendwie einen Sprung gemacht, anstatt dass wir gedreht haben. Ja, das ist was. Also, ich weiß auch nicht. Naja. Wir werden es nochmal uns auf der Kamera angucken, auf jeden Fall zu Hause. Genau. Also die Video also auswerten, generell sowieso, aber wir gucken uns diesmal auf den Weg an, den wir gelaufen sind. Ja. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Ich habe keine Ahnung. Wenn man überhaupt irgendwas sieht. Ja. Ja. Werden wir dann sehen. Oder auch nicht. Genau. So, ich würde sagen, ich mache jetzt hier Stopp. Kinder, genau. Geh nach Haus. Nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus. Was war das für ein Geräusch? Thank you.
Thank you.